Ja, vielleicht ist meine Predigt heute auch ein Experiment. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich dir noch verraten hätte sollen. Mal schauen jetzt, ob ich weiß, was ich sagen will. Kennst du die Sehnsucht nach Ruhe in deinem Leben? Also nicht nur nach äußerer Ruhe, sondern nach innerer Ruhe. So nach innerer Klarheit, Gelassenheit, Geborgenheit, Schutz. Kennst du diese Sehnsucht in deinem Leben? Vor gut einem Jahr, im Herbst 23, hat es einen spannenden Fund gegeben im Zürcher Oberland in Uster. Einen Lego-Fund. Habt ihr davon gelesen in der Zeitung? Ihr seid halt Kanton Schaffhausen, nicht Kanton Zürich. Da hat man in Uster im Nachlass eines verstorbenen Mannes über 600 Lego-Sets gefunden. Ungeöffnete, noch verschlossene Lego-Sets. Ihr kennt alle Lego, oder? Gut, so. Lego-Sets verschlossen, über 600. Das war ein sehr wertvoller Nachlass, Lego. Habe ich dann rausgefunden, es gibt Leute, die kaufen Lego als Wertanlage. Die gewinnen an Wert, das ist unglaublich, über die Jahre. Und das ging damals so durch die Zeitungen, verschiedene Medien haben davon berichtet. Und ich habe das auch gelesen und ich habe dann eben festgestellt, Lego kann einen hohen Wert haben. Und in einem Online-Medium, da gab es dann einen Artikel über die 12 wertvollsten Lego-Sets, also original verpackt, was sind die 12 wertvollsten Lego-Sets? Und da habe ich herausgefunden beim Lesen dieses Artikels, dass meine Lego-Burg aus dem Jahr 1992, die war da irgendwo auf Platz 3 oder 4 oder so, wenn sie ungeöffnet ist, also noch original verpackt, das war diese oder ist diese Lego-Burg aus dem Jahr 1992. Hatte die auch noch jemand von euch in meinem Alter so? Ich habe die damals, ich glaube, ich war 7 Jahre alt, auf Weihnachten bekommen. War ein großes Weihnachtsgeschenk. Kennt die jemand? Das hat meine Faszination geweckt. Ich habe mich dann erinnert, ich habe diese Burg und Moment, wo ist die? Also ihr seht, über 3000 Franken ist die heute wert. Nur meine ist natürlich nicht mehr original verpackt, die wurde da gespielt damit über lange Zeit, aber ich habe mich dann auf die Suche gemacht im Estrich, zusammen mit meinen Kindern, habe ich diese Burg zusammengesucht, das hat mich viele Stunden gekostet, die war natürlich komplett verteilt in Kisten von Legos, wie das halt so ist. Nach Jahren und Jahrzehnten habe ich die da zusammengesucht, mit meinen Kindern, zum Teil am Abend alleine. Meine Frau hat schon gedacht, was ist jetzt mit Dani los da? Abendlang da irgendwie Lego sortiert. Das hat was sehr Entschleunigendes. Und ich habe das dann geschafft. Ich habe diese Lego-Burg zusammengesetzt, dann zusammengebaut, auf Weihnachten hin oder dann auch kurz danach noch zusammen mit meinem einen Sohn habe ich die zusammengesetzt. Ich habe sie jetzt nicht mitbekommen, weil die ist jetzt schon wieder in Gebrauch und ich weiß gar nicht genau, wo sie jetzt ist. Aber die sieht so aus, ich habe sie also zusammengebracht, diese Lego-Burg. 3-4 Teile haben mir gefehlt bis heute. Und das hat meine Faszination geweckt, wieder an Legos. Das ist super, wenn die Kinder dann in ein bestimmtes Alter kommen, dann kann man als Vater auch wieder Lego spielen. Ich liebe das. Und diese Faszination für Lego, die blieb dann in meiner Kindheit, aber nicht nur für Lego, sondern für Ritter und Burgen, das hat mich dann immer mehr fasziniert. Ich entdeckte diese Faszination und in einer späteren Phase habe ich so Bastelbogen gesammelt. Kennt ihr die auch noch? Bastelbogen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Gibt es das heute auch noch für die Kinder? Also bei uns war das so in der Schule, da gab es so einen Tag, da konnte man in einem Zimmer durchgehen, so als Klasse, auf den verschiedenen Tischen lagen die aus und die konnte man anschauen und konnte sich schon mal irgendwie aufschreiben, welchen Bogen das man kaufen will und so. War das bei euch auch so? Ja, genau. Und ich habe alle Burgen gesammelt, wirklich, ich habe das geliebt. Ich habe die alle gesammelt, gebastelt
Und ich hatte dann ein ganzes Gestell voll mit diesen Lego-Burgen, mit diesen Bastelbogenburgen. Und ich hatte da Kiburg in Winterthur, Schloss Schio, Sargans, Burg Rapperswil und auch unter vielen anderen die Burg Hohenklingen, hier in Stein am Rhein. Ich war noch nie dort, aber ich kenne die seit meiner Kindheit von diesem Bastelbogen. Erst viel später, als ich erwachsen war, war ich dann mal auf dieser Burg. Aber ich habe die schon als Kind gekannt. Und diese Faszination ist geblieben für Lego, aber eben auch für besonders für Burgen, Ritter und Burgen. Und auch heute noch, wenn ich irgendwo bin in den Ferien oder so und es hat eine Burg, dann gehe ich die anschauen. Teilt jemand mit mir diese Faszination für Burgen? Gibt es noch ein paar? Super. Warum erzähle ich euch das überhaupt alles hier in einer Predigt? Irgendwann hat Gott angefangen, durch diese Lego-Burg in dieser Zeit zu mir zu sprechen. Diese Burg, das Bild dieser Burg begegnet uns nämlich in der Bibel an verschiedenen Orten, besonders in den Psalmen. Und der Psalm 62, der hat mich dieses Jahr oder begleitet mich so dieses Jahr irgendwie ganz speziell und das hat begonnen mit dieser Burg, mit dieser Lego-Burg. Da hat Gott angefangen, in mein Leben zu sprechen. Und ein bekannter Satz kommt eben aus diesem Psalm 62, wo es heißt, Gott ist meine Burg. Ich denke, das ist auch vielen von uns bekannt, das Bild der Burg in der Bibel. Luther hat ja war Luther, oder, mit seinem Lied? Ja, genau. Hat natürlich immer wieder mal bewegt, dieses Bild. Und ich möchte heute mit euch diesen Psalm 62 da wie so mal eintauchen. Und ich will den jetzt mit uns lesen. Wir gehen da so durch, Vers für Vers. Hat ein paar Kommentare dazu und ich sage auch ein paar Dinge dazu. Wir springen einfach mal rein in diesen Psalm 62. Das ist ein wunderbarer Psalm. Lass dich da mal drauf ein, auch wenn du ihn vielleicht gut kennst. Für Jedutun, den Chorleiter, ein Psalm Davids. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Oder eben, wie es da noch präziser heißt, meine Seele, die ist still oder wird still bei Gott, sie kommt zur Ruhe. Also Vertrauen, das hat was damit zu tun, dass ich zur Ruhe komme, dass ich auch innerlich ruhig werde. Und dann kommt so ein Statement, wo der David, der diesen Psalm schreibt, sagt, er allein, also Gott, ist mein Fels und meine Hilfe oder meine Rettung, meine Burg, meine sichere Festung, mein Schutz, in der mir nichts geschehen kann. Präziser heißt es da, ich werde nicht viel wanken. Spannend, ja, also auch wenn man mit Gott unterwegs ist, das ist ja nicht so, dass mir da jetzt gar nichts geschehen kann oder so. Manchmal da schüttelt es in meinem Leben, aber er sagt da, ich werde zwar wanken, aber nicht so viel, dass ich zu Fall kommen werde. Und dann spricht er von seinen Feinden. Wie lange noch wollt ihr alle über einen einzigen herfallen und ihn töten, als wäre er brüchig wie eine Wand, die einzustürzen droht, oder wie eine schon rissige Mauer? Und präziser steckt hier dieses Bild drin von einer Wand, die so überhängend ist und kurz vor dem Einstürzen. So beschreibt hier David sein persönliches Erleben, weil da so Feinde an sein Leben, an seine Burgmauern anstürmen. Und es ist ihm zumute, wie so, wenn er vor einer Mauer steht, überhängend kurz vor dem Einstürzen. Vielleicht kennen wir dieses Gefühl auch. Er schreibt über seine Feinde, sie denken darüber nach, wie sie mich stürzen können. Mit Absicht verbreiten sie Lügen über mich. Nach außen reden sie freundlich mit mir, doch in ihrem Herzen verfluchen sie mich. Ja, das können wir Menschen manchmal mit dem Mund segnen, aber in unserem Innern fluchen. Und dann im Zentrum dieses Psalms, ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Oder von ihm kommt meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott. Er ist meine Zuflucht, ein sicherer Fels, auf dem kein Feind mich erreichen kann.
Also er beschreibt Gott als einen Zufluchtsort, als einen Hoffnungsort. Und dann spricht er sein Volk an. David ist ja der König des Volkes Israel und er spricht seinem Volk zu, er appelliert an sie als König: Vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk, schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Und dann spricht er über die Menschen. Ob edle Menschen oder einfache Menschen, vor den Augen Gottes sind sie nichts. Oder nur ein Hauch sind sie. Wenn man sie wiegt, sind sie leichter als Luft. Sie wiegen weniger als nichts. Was David da sagt, ist, es geht ja ums Vertrauen in diesem Psalm. Auf was vertraue ich? Was ist meine Hoffnung? Und er sagt, hey, nicht auf Menschen. Und er sagt auch weiter, versuche nicht, dich durch Ausbeutung oder Raub zu bereichern. Und wenn du reich wirst, mach den Reichtum nicht zum Wichtigsten in deinem Leben. Es geht ums Vertrauen und er sagt, setz dein Vertrauen nicht auf Geld, nicht auf und auf Betrug. Und eine Übersetzung, die sagt so, wenn der Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Mir gefällt diese Formulierung. Wenn dein Reichtum wächst, also Reichtum ist nicht grundsätzlich ein Problem, aber wenn der Reichtum wächst, dann hänge dein Herz nicht daran. Setze deine Hoffnung nicht darauf. Es ist wie bei meiner Lego-Burg, wenn ich da feststelle, die hat so viel Wert, könnte ich die jetzt noch verkaufen oder so? Häng dein Herz nicht daran. Wir sagen ja manchmal, Geld macht glücklich. Nicht glücklich, aber es beruhigt. Kennt ihr diesen Spruch? Ich weiß nicht, ob das so ist. David sagt, wenn du wirklich zur Ruhe kommen willst, setze nicht deine Hoffnung darauf. Gott hat klar und deutlich gesprochen, viele Male habe ich gehört, du allein Gott hast alle Macht. Macht, das sind Möglichkeiten, er sagt, die Möglichkeiten sind bei Gott. Und du, Herr, bist gnädig, du wirst jedem Menschen nach seinen Taten richten. Das ist dieser Psalm 62. Und die zentrale Frage ist, auf was setze ich mein Vertrauen? Eine kleine Anmerkung noch zu Israel. David, ich habe es gesagt, er war der König von Israel. Und Israel war ja ein Thema, auch bei euch meine ich, anfangs ja, oder in einer Predigtserie. Aber Israel ist eigentlich immer Thema. Israel beschäftigt die Welt immer, auch im Moment. Und es sollte ja auch uns als Nachfolger von Jesus beschäftigen. Und so bin ich bei diesem Thema Burg eben auch über Israel gestolpert und ich habe uns da einen Vers mitgebracht und den will ich an dieser Stelle einfach als Zuspruch aussprechen, als Gebet auch für Israel. Der steht im Buch Joel, da heißt es, und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern, aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk. Und eine feste Burg für die Kinder Israels. Amen. Also dieser Psalm, der stellt uns alle die Frage, auf was setze ich mein Vertrauen? Auf was setze ich meine Hoffnung? Wo suchst du Hilfe? Wo suchst du Schutz? Wo suchst du Sicherheit? Wo kommst du in deinem Leben zur Ruhe? Wo kommst du zur Ruhe? Vertrauen hat damit zu tun, dass ich zur Ruhe komme. Wie erkennst du, ob du vertrauensvoll und hoffnungsvoll unterwegs bist? Wie erkennst du das? Wenn du innerlich ruhig wirst. Das bin ich nicht immer. Aber wenn du immer wieder mal ruhig wirst, wenn du deine Ruhe bei Gott findest, wenn du wieso im Vertrauen auf Gott ruhen kannst, auch wenn da die Feinde anstürmen in deinem Leben. Und ich glaube, dieser Psalm von David, der ist die Frucht einer langen, gereiften Beziehung zu Gott, in der David gelebt hat. Diese Beziehung zu Gott, sein Glaube, wurde ihm zu einem festen Fundament in seinem Leben. In den Stürmen seines Lebens kann er wie so zusammenfassend sagen, Gott ist meine Burg, er ist meine Hoffnung, bei ihm komme ich zur Ruhe. Und trotzdem frage ich mich dann, ja, Ruhe ja, aber ich kenne das auch mit diesen Ruhestörern in meinem Leben.
Kennst du das auch? Hast du auch so Ruhestörer in deinem Leben, die deine Ruhe stören? David spricht ja von diesen heranstürmenden Feinden, das passt so gut zu diesem Bild mit der Burg. Er sucht Ruhe, aber da stürmen diese Feinde an sein Leben an. Ich habe mal auf einer Liste so ein wenig zusammengetragen, gerade wieder auch sehr aktuell, einfach ein wenig aufgeschrieben, was gibt es denn so für potenzielle Unruhestifter oder eben Ruhestörer in meinem Leben. Und ich zähle da mal ein paar Dinge auf. Vielleicht findest du dich da auch drin irgendwo. Also nur schon äußerer Lärm ist manchmal ein Ruhestörer im Leben. Kennst du das? Oder Menschen. Also manchmal sind Menschen wirklich ganz schöne Ruhestörer in meinem Leben. Manchmal können Menschen meine Ruhe stören. Erwartungen, eigene überhöhte Erwartungen oder auch Erwartungen von Menschen, von anderen Menschen, die sie an dich haben, können deine Ruhe stören. Sorgen sind so große Unruhestörer in meinem Leben. Oder vielleicht das Smartphone mit den sozialen Medien, wenn du da immer die News liest, diese Flut an Informationen, ist ein Unruhestörer im Leben. Vielleicht ist der Fernseher, der ständig bei dir zu Hause läuft, so ein Unruhestörer in deinem Leben oder Serien, die du schaust. Früher konnte man ja noch eine Serie schauen, so einmal die Woche kam eine neue Folge heraus. Heute ist das alles so verfügbar und wenn man das so eintaucht, dann wird das zu einem Unruhestörer im Leben. Schuld, Verletzungen können die Ruhe stören. Innere Antreiber, wenn du solche Sätze rumträgst wie du solltest doch noch mehr oder du könntest noch das tun oder du machst zu wenig. Kennst du das? Oder Gedanken wie schaffe ich das? Wird es reichen? Was bringt die Zukunft? Werde ich was verpassen? Unruhestörer im Leben. Vielleicht sind es einfach deine Aufgaben im Job, Dinge, die du noch zu erledigen hast. Vielleicht ist es deine To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste kann die Ruhe stören. Ich habe vor kurzem gelesen, es wäre besser, dass, wenn man eine Done-Liste machen würde. Also eine Liste immer aufschreiben mit Dingen, die man schon getan hat. Vielleicht hat das was damit zu tun, so eine To-Do-Liste, die ist einfach nie fertig, die hört nie auf. Ich streiche was ab und zwei Dinge kommen dazu. Vielleicht sind es ungestillte Bedürfnisse in deinem Leben oder auch Sehnsüchte, die deine Ruhe stören. Vielleicht ist es einfach Stress, Termine. Vielleicht ist es Angst, das ist ein großes Thema heute. Angst, es gibt so viele Ängste, die deine Ruhe stören. Das sind alles Dinge, die wie so anstürmen können an dein Leben. Da gefällt mir dieses Bild der Burg mit den Mauern. Und David schreibt davon und vielleicht findest du dich da auch drin. Umso wichtiger ist es, dass ich Schutz suche bei Gott, dass ich bei Gott meine Ruhe suche. Aber es gibt Zeiten, da vernachlässige ich das. Du nicht, oder? Hey, manchmal geht es mir einfach zu gut. Da läuft es im Leben und ich denke, ja, ich habe das im Griff und dann vernachlässige ich das, dass ich bei Gott immer wieder meine Ruhe suche, meinen Schutz. Aber manchmal geht es mir auch schlecht, es stürmt und dann setze ich mein Vertrauen auf alles Mögliche, aber ich suche gar nicht bei Gott meine Ruhe, meinen Schutz, meine Hoffnung. Im Psalm heißt es ja, auf Gott allein vertraue ich. Und da gibt es auch einen Vers im Psalm 71, da ist auch von dieser Burg zur Rede, da heißt es, ist ein Gebet an Gott, sei mir wie ein schützender Fels, präziser übersetzt, ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer fliehen kann, denn du hast gesagt, mir zu helfen, du bist mein Fels und meine Burg. Und da hat mich das so angesprochen, dieses Bild von der Wohnung. Ja, bei Gott wohnen ist wichtig. Ich sollte schauen, dass ich ab und zu Hause bin. Nicht so wie in meiner Jugendzeit. Da war ich ständig unterwegs, jeden Abend, Wochenende. Ich war nie zu Hause. Das ist kein Problem in dieser Lebensphase. Aber wenn ich mit Gott lebe, wenn Gott ja bei mir wohnen will und ich bei ihm wohnen kann,
dann sollte ich schauen, dass ich ab und zu Hause bin bei Gott. Dass ich ab und zu Zeit habe. Zeit und Raum, um bei Gott zu wohnen. Und manchmal muss ich da auch hinfliehen. Ist auch da ein Bild, das in diesem Vers drinsteckt. Zu Gott kann ich fliehen. Wohin fliehst du, wenn du Ruhe suchst? Wohin fliehst du? Mal ganz praktisch so. Wohin fliehst du, wenn du merkst, jetzt wird es mir zu viel? Äußerlich, innerlich, ich brauche Ruhe. Wohin fliehst du? Gehst du raus? Hast du irgendwo einen Ort, wo du sagst, da gehe ich hin, wenn ich Ruhe brauche? Wäre schön, wenn du diesen Ort auch mit Gott verbindest, wenn du zu Gott fliehst. Da ist mir dieses Wort, dieses alte Wort, stille Zeit in den Sinn gekommen. Ihr macht sicher alle noch stille Zeit, oder? Stille Zeit. Was löst das bei dir aus? Druck? Stress? Oh, ich sollte noch stille Zeit machen mit Gott. Warum sagen wir eigentlich stille Zeit? Weil es da still ist? Weil Gott nicht spricht? Oder weil ich nichts zu sagen habe in der Begegnung mit Gott? Nein, wir sagen stille Zeit, weil wir da bei Gott zur Ruhe kommen können. Weil da meine Seele Ruhe findet, weil ich da ankomme. Wenn ich rastlos bin, da komme ich an bei Gott, da komme ich zur Ruhe inmitten von all dem Lärm. Und wenn ich hoffnungsvoll unterwegs sein will in meinem Leben, ganz ehrlich, dann brauche ich das. Weil wenn ich das vernachlässige, über ein paar Tage, über ein paar Wochen, dann nimmt meine innere Unruhe zu. Diese Erfahrung habe ich jetzt schon sehr oft gemacht. Wenn ich das vernachlässige, ja, dann beginnt die Unruhe in meinem Leben. Du brauchst diese Ruhe bei Gott, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Ein Turm ist auch so ein Bild für eine Burg. Der Gerechte eilt dorthin und findet Schutz. Und das tönt vielleicht ein wenig abstrakt, so ja, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Cool, oder? Okay. Aber das ist mir in den Sinn gekommen, ich bin ja auf den Namen von Jesus getauft. Der Name von Jesus, der ist so wie der Türöffner zu diesem Burgherrn. Wenn Gott meine Burg ist, dann ist Jesus der Türöffner, da steht sein Name an der Burg, Jesus. Und ich bin auf seinen Namen getauft. Der Name des Herrn, der Name von Jesus ist mir ein starker Turm, weil er öffnet mir diese Tür. Ich kann zu Gott in diese Burg kommen. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, als bei. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Kein anderer Name. Das sagen die Apostel da in der Apostelgeschichte. Die waren unterwegs, haben viel Schwieriges erlebt, haben auch Wunder erlebt und die Menschen haben gestaunt und sie haben gesagt, hey Leute, es geschah im Namen von Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Rettung zu finden. Jesus ist wie so der Burgherr und sein Name steht an der Tür, da kann ich zur Ruhe kommen. Ich habe vor einer Weile ein Interview gelesen in IDEA, mit Ruedi Josuran, kennt ihr den alle? Der ist jetzt ja seit kurzem pensioniert, der hat jetzt auch Ruhe. Und er wurde da gefragt, oder ihm wurde in diesem Interview die Frage gestellt, was war die Frage? Wie sich sein Glaube an Gott entwickelt hat, wie sich sein Glaube entwickelt hat, wo er steht. Und dann hat er gesagt, zuerst einmal, dass er nicht an einem Punkt steht, sondern er ist ja Nachfolger, er folgt ja Jesus nach. Dann hat er gesagt, sein Leben besteht nicht einfach aus Standpunkten als Christ, sondern wir sind ja unterwegs mit Jesus, das ist dynamisch. Aber auf diese Frage hat er vor allem geantwortet, wie hat sich sein Glaube entwickelt? Es geht darum, zu diesem Jesus eine Beziehung aufzubauen und in seiner Nähe zu leben. Das ist so wie sein Lebensfazit, wo er sagt, an dieser Einstellung hat sich für mich nie etwas geändert, nicht in schwierigen Zeiten, das ist wie so sein Anker. Man könnte auch sagen, es ist wie seine Burg, wo er Schutz gefunden hat in stürmischen Zeiten. Es geht darum, zu diesem Jesus eine Beziehung aufzubauen und in seiner Nähe zu leben.
Die Beziehung zu Jesus, die Nähe zu ihm ist meine Burg. Das ist es. Das ist meine Burg. Und wenn ich den Psalm 62 in meiner Bibel aufschlage, in der einen Version meiner Bibel, dann steht der links und rechts steht der Psalm 63. Und da ist mein Blick rübergegangen und in der Mitte, im Vers 9 von Psalm 62, Psalm Vers 6, da heißt es, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Also das sagt auch David über die Nähe zu Gott, dass die Nähe von Gott, die sättigt seine Seele wie ein Festmahl. Ist das bei dir auch so? Kannst du das auch immer wieder aus vollem Herzen sagen? Hey, deine Nähe, mein Gott, die füllt meine Seele auf, die füllt mein Leben aus, die ist für mich wie ein Festmahl. Hey, wie wäre es, oder wenn du das in deinem Leben immer wieder sagen kannst? Stell dir ein Festmahl vor, wo du dich so richtig freust, um hinzugehen. Ein Festmahl, gedeckter Tisch, da ist Freude. Und du sagen kannst, die Nähe zu Gott, meine Burg, das ist für mich wie so ein Festmahl. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das sagen kannst, dass du das immer wieder mal sagen kannst. Ich habe euch zum Schluss noch ein Bild mitgebracht von einem Bauwerk. Das ist keine Burg, aber es ist auch ein imposantes Bauwerk. Überspringe ich hier ein wenig. Das ist diese Brücke hier. Weiß jemand, was das für eine Brücke ist? Kennt jemand? Einfach sagen. Genau, die Brooklyn Bridge ist das. Die Brooklyn Brücke, die verbindet Manhattan und mit den Vororten von New York. Ist ein sehr imposantes Bauwerk. Und da hat der Ingenieur, der diese Brücke geplant und auch den Bau geleitet hat, er hat das Ende nicht erlebt. Ich glaube, der ist gestorben. Das war eine lange Zeit, damals auch, bis man seine Brücke gebaut hat. Und er hat über diese Brücke Folgendes geschrieben im Jahr 1872. Er hat gesagt oder geschrieben, findet man heute noch den Text, für das Publikum sieht es so aus, als habe sich im letzten Jahr fast nichts am Bau getan, weil noch nichts davon über der Wasserfläche zu sehen ist. In Wirklichkeit aber macht schon jetzt die Menge an Beton- und Fundamentenbauten, die wir in die Gründung dieser Brücke gesteckt haben, mehr Volumen aus als alles, was jemals über der Wasserlinie zu sehen sein wird. Bis heute ist diese Brücke ist eine Hauptverbindung für New York. Und dass sie immer noch hält, ist sicher auch der Qualität jener Bauleute zu verdanken von damals, die vor über 150 Jahren so viel Geduld und Mut auch in den Teil der Brücke gesteckt haben, den wir heute gar nicht sehen. Also mehr Material und wahrscheinlich Zeit und Aufwand steckt in dieser Brücke und wir sehen es gar nicht, ist unter der Wasseroberfläche. Und diese Geschichte zeigt mir ein Prinzip auch für mein Leben als Jesus-Nachfolger. Und das ist diese Arbeit unter der Wasseroberfläche, meine Beziehungspflege mit Jesus. Und die baut mein Lebensfundament. Und das sieht man oftmals nicht einfach so, diese Zeit, die ich da investiere. Aber Gott, Jesus Christus und Heiliger Geist werden im Lauf der Zeit mehr als einfach nur Begriffe, die werden mit Leben gefüllt. Die werden gefüllt mit durchlebten Erfahrungen. Und in den Stürmen des Lebens, wenn da so die Feinde anstürmen, dann erkennen wir, dass diese Begriffe eben mit Leben und Kraft gefüllt sind. Und dann ist diese Aussage, Jesus ist meine Hoffnung, das ist nicht einfach eine Floskel, sondern das spürt man, das ist hier ein Mensch, David im Psalm, der schreibt das trotz Kampf aus einem Gottvertrauen heraus. Stille, Ruhe in Gott, wie sie hier David beschreibt, das kann schon auch Kampf bedeuten. Das fällt uns nicht immer einfach so in den Schoß. Aber es ist ein Kampf des Glaubens. Ich kann das immer wieder im Glauben auch ergreifen und es auch im Glauben aussprechen. Gott ist meine Burg. Er ist meine Rettung. Er ist meine Hoffnung.
Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, Band. Wir werden nachher miteinander Gott anbeten. Die zentrale Frage in diesem Psalm und hinter diesem Bild auch von der Burg ist, auf was setzt du dein Vertrauen? Auf was setzt du deine Hoffnung? Wo suchst du Hilfe? Wo suchst du Schutz und Sicherheit? Wo kommst du zur Ruhe? Und dieses Bild der Burg, vielleicht kannst du das mitnehmen, ist eine Einladung, deine Ruhe bei Gott zu finden. Ich habe zwei Dinge, die du vielleicht mal machen kannst in der kommenden Woche. Das erste ist, lies doch mal den Psalm 62. Ich lese den jetzt schon das ganze Jahr und inzwischen habe ich sogar Teile davon auswendig gelernt. Und wenn ich da spüre, in mir kommt eine Unruhe wegen was auch immer im Alltag, dann schließe ich meine Augen, ich werde ruhig und ich spreche diesen Psalm innerlich auf, auswendig. Das ist super. Also vielleicht die Älteren unter uns haben das noch, ich weiß es nicht, besser drin, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich kann euch nur sagen, das ist eine gute Sache. Musst ihn ja jetzt nicht gerade auswendig lernen, aber lies ihn mal durch in der kommenden Woche. Es gibt kein Skript zu dieser Predigt. Lies einfach den Psalm 62 ein paar Mal schön langsam durch. Das bringt viel mehr. Und das Zweite, ihr habt ja die Burg vor Augen hier hinten, also nicht jetzt hier, sondern Hohenklingen. Und wenn man hier wohnt, kann ich mir vorstellen, das wird zur Gewohnheit, oder? Ja, die ist auch da, schön. Ich bin auch ab und zu hier, aber ich denke immer wieder mal, das ist schon ein schönes Bild, diese Burg. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal unterwegs bist und diese Burg siehst, dann halt einen Moment inne, schau diese Burg an und erinnere dich, Gott ist meine Burg. Und vielleicht kannst du das aussprechen, auch laut, Gott ist meine Hoffnung. Schön, gibt uns Gott solche Bilder, die wir mitnehmen können. Lasst uns gemeinsam diesem Gott begegnen, seine Nähe suchen, damit wir sie erleben als ein Festmahl. Vielen Dank, dass ihr uns da mit reinnehmt. Ich weiß gar nicht, ich sage nichts mehr. Ihr lädt uns jetzt ein. Ist das gut? Grüezi miteinander auch von meiner Seite.